Mitten in der Stadt und doch gottverlassen liegt das Gewerkschaftshaus. Vor fast genau 3 Jahren waren in Odessa 48 Tote zu beklagen. Verbrannt und erstickt, zu Tode gestürzt, erschossen. Eine improvisierte Gedenkstätte am Bauzaun nennt ihren Namen. Vadim Papura war erst 17, als er starb, das jüngste Opfer. Seine Mutter Fatima besucht das Grab ihres Sohnes praktisch jeden Sonntag. Wir sind stolz auf dich, steht auf dem Grabstein. Ins Stadtzentrum geht sie seit seinem gewaltsamen Tod nicht mehr. Vadim war ihr einziges Kind. Verstehen Sie doch, das Gewerkschaftshaus ist für mich ein Ort, an dem sich so viel Leid, Tod und Schmerz angehäuft haben. Am Abend des 2. Mai 2014 fliegen Molotow-Cocktails in das Gewerkschaftshaus. Pro-russische Demonstranten haben sich hierher geflüchtet, gejagt von Anhängern des Maidan, der pro-europäischen Bewegung. Stundenlang hatten zuvor die Straßenschlachten gedauert. Vadim Papura stand auf Seiten der pro-russischen Bewegung. Der Mutter ist ein Helm geblieben, verformt von der Gluthitze im Gewerkschaftshaus. Hier, Hammer und Sichel, Rote Legion. Ich weiß, dass es sein Helm ist, weil er ihn kurz zuvor so beschriftet hatte. Es gab viele solcher Helme dort. Die Eltern haben im Zimmer des Sohnes nichts verändert. Vadim hatte sich der kommunistischen Jugend angeschlossen, von der Regierung in Kiew und ihrem Kurs Richtung Westen hielt er nichts. Die ersten Toten des 2. Mai waren Anhänger der pro-europäischen Bewegung. Sie wurden erschossen von Straßenkämpfern, die sich von der Ukraine abspalten wollten. Tetjana Sojkina stand auf der anderen Seite. Mitleid mit den Toten vom Gewerkschaftshaus kann sie, die ukrainische Nationalistin, bis heute nicht empfinden. Es hatte sich einfach viel Aggression aufgestaut. Da hat mir nichts mehr leid getan. Ich verstehe, dass das dort Menschen waren. Vielleicht waren sie auch nicht selber daran schuld. Doch es waren Leute, die die Situation in Odessa destabilisieren, die hier Russland haben wollten, die hier Krieg haben wollten. Unsere Feinde. Damals stand die Ukraine am Rande eines Bürgerkriegs. Die Gewaltorgie von Odessa wirkte wie ein Fanal auf die Separatisten im Donbass. Ein unabhängiges Bürgerkomitee hat die Ereignisse minutiös dokumentiert, als Handreichung für die offizielle Untersuchung, die bis heute nicht vorliegt. Ich will unsere Ermittler überhaupt nicht verteidigen. Aber ich möchte sagen, dass dieser Fall wirklich sehr kompliziert ist. Und hinzu kommen natürlich unsere ukrainischen Besonderheiten, die ganze Unprofessionalität. Europarat und Vereinte Nationen beklagen, dass die ukrainischen Behörden die Ermittlungen verschleppt hätten. Ein Vorwurf, den die Polizei nicht auf sich sitzen lässt. Wie soll die Justiz in einem Land funktionieren, wo Krieg ist und wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt? Es muss erst ein Rechtsraum entstehen, in dessen Rahmen Ermittlungen geführt werden können. Als das Land kurz vor dem Krieg stand, als diese Ereignisse in Odessa stattfanden, konnte keine Rede von einer Rechtsstaatlichkeit sein. Der Park des Sieges war ein Lieblingsort von Fatimas Sohn. Sie kommt heute oft hierher. Andere Angehörige von Opfern haben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Ukraine geklagt, sie nicht. Doch auch Fatima fordert endlich Aufklärung. Es geht um die Qualität der Untersuchung. Sie verstehen doch, wenn so etwas schnell gemacht wird, dann werden sehr oft Unschuldige belangt. Man findet Sündenböcke. Es kommt nicht auf die Schnelle an, obwohl 3 Jahre schon sehr, sehr viel Zeit sind. Rund um den Jahrestag brechen in Odessa die Spannungen immer wieder auf. In diesem Jahr hat die Polizei die Lage im Griff. Ob Ukrainer oder Russland-Freunde, sie alle haben die gleichen Fragen. Ob es damals Befehle von oben gab, gezielte Provokationen oder war alles doch nur eine Verkettung von Gewalt und Gegengewalt, unglücklich und unaufhaltsam? Antworten finden sich auch in den Spuren der Tragödie im Gewerkschaftshaus.